Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Heute, ja, wird nochmal gedüngt. Es wird nochmal vorbereitet für Feld 11. Und deswegen bereite ich gerade die Fahrzeuge vor mit Düngerstreuer, dass wir dann im Anschluss mit Verband dann düngen können. Dass wir so auf 60 Meter Arbeitsbreite kommen mit beiden Fahrzeugen. Und dann werden wir sehen, wie lange wir brauchen werden. Ja, viel Spaß. Was du schon Schönes? Ja, ich mache auch gerade Dünger mit Flüssigdünger, aber ein kleineres Feld, 10 Hektar. Ja, das ist auch schön. Ich habe von denen viele Felder gemacht. Livestream. Oft kleiner. Aber die Masse macht es dabei, ne? Ja, bei den kleineren geht es schnell, da fährst du einmal rundherum und dann hast du 60% oder was. Ja, so, ich schaue jetzt mal nach in meinem Fahrzeug. Ich habe ja noch einen alten Streuer. Den möchte ich gerne jetzt verkaufen. Und den Mod nicht. Finde ich den nicht. Da hier. Der hat eine Breite von, also 12. Ne, und ist klar, es passt nicht zusammen. Ich muss im Prinzip den gleich nochmal kaufen fürs, damit beide zusammen gleich arbeiten können. Da ich ja noch einen anderen Düngerstreuer haben, kleinen aber nur, den behalte ich. Den könnte ich auch nehmen, aber gut. Aber da kommt garantiert die Meldung, muss nachfüllen, ist das schlecht. Den verkaufe ich auch. Dann haben wir das Geld für einen großen. Und zwar Düngetechnik mit einem Bärchen. Geld habe ich, 100.000, müsste reichen. So, dann machen wir wieder. Und wir machen Aufbau. Geht mehr rein. Wir machen Streueinheit und Pflegebereifung, falls wir mal die eigenen Felder machen müssen. Das wäre dann ganz hilfreich. Kaufen, kaufen. Aktuell fährt ein Traktor zum Händler. Dann schauen wir mal, dass wir noch die Hergerte kriegen zum Auffüllen. Und dann fahren wir gleich so Richtung Feld 11. Gucken, wo der gerade ist. Auf meinen verzweigten Kursen. Ist schon da. Dann werden wir gleich mal anhängen, ne? Und dann entsprechend zum Hof fahren lassen. Da muss aber was rein. Das weiße Gold. Weil es zu teuer ist. Ich denke, zwei Fahrzeuge werden reichen. Weil die Düngersteuer ganz gut arbeiten. So, gut, dass ich die anderen beiden Monate schon ausgedacht habe. Sonst wäre ich jetzt letzte Mal sicherlich öfter mal neben dem Bildschirm gewesen. Und dann wäre der Lenkrad hinüber gewesen. So, der fährt schon mal. So. Da ist er. Wir fahren gleich mal hin zu Feld 11. Wir bereiten schon mal alles vor.
Aber fahren wir beide zur gleichen Zeit, damit sich nicht mehr laufen kann. Ja, Bretterpalette weiß ich, es ist voll. Das ist aktuell warten. Auf geht's. Ja, hier sind viele Felder noch im KI-Hand. Hat den Vorteil, dass wir immer fleißig arbeiten können. Jetzt im Sommer wird die Zeit kommen, wo wir ernten können. Ich jedenfalls, ich habe schon einen Drescher. Ich habe mir einen geleistet. Einen bei Holland. Ich habe die anderen beiden kleinen John Deere verkauft. Für meine Fälle ist ein Drescher ausreichend. Er hat mich verlassen. Wahrscheinlich Netzwerkverbindung dran. Oder ist eingeschlafen. Ich denke mal, ist eher Netzwerkverbindung dran, Internet bei ihm. Schon wieder Gewitter unterwegs. Kann durch sein. Gewitter kann ein Grund sein bei ihm. Aber er wird sich dann in 30 Minuten gleich mehr melden. Oder schreibt mein SMS, dass er heute nicht mehr kommt. Versteht er? Verbindung. Reaktivieren. Oder wiederherstellen. Und wahrscheinlich wird es nicht gehen. Oh. Ja. Und hier gerade. Scheiß Technik. So. Starten, beenden. So. Hörst du mich? So, schau mal. Jetzt warten wir mal. So, gucken mal. Nicht in der Straße fahren. Ich könnte auch anders machen. Ich könnte auch ein Fahrzeug fahren, dann entsprechend den zweiten irgendwo in der Mitte einfahren lassen. Dann kann er am Anfang erst noch die Mission annehmen, ne? So. Dann machen wir das hier. Dann Kursgenerierung. Ab 41 macht er, hörst du? Hat er auch gesagt.
drei Vorgewände waren, haben sechs. Zwei Reihen. Ah. Nur einer fährt eine drei. Jo. Warst du wieder geflogen? Jo. Ah, macht ja nichts. Aber der Sprachchat hat nicht funktioniert, da ist immer gestanden, warten auf E-Mail. Ja, kann sein. Ist möglich. Anscheinend zu viel gedrückt oder zu wenig, keine Ahnung. Das ist ein Ding mit Pfiff. Da ist TS ein bisschen leichter, aber kostet aber Geld. Das wäre ja Blödsinn. Nur für zwei, da reicht das Ding aus. Ja, die Technik verstehe ich auch nicht ganz. Ich habe da mal einfach mal probiert. Und irgendwie klappt es immer. So. Wir machen doch zwei. Das ist Feld 11, nicht Feld 62, das wäre gut gewesen. So. Da ist schlecht. So, schon besser. Hat's vor ein bisschen geruckelt? Ja, geruckelt ist gut gesagt. Also, kurze Gedenkminute war drinnen. Das lag am Kursplay. Berechnung Kurs. Also, den musste ich auch warten, bis er sich was rührte. Darum warte ich gerade. Hat's geruckelt. So, das ist der linke Traktor und der wird jetzt schon mal vorfahren. Hatte gerade erst mal überlegt. Also der braucht eine Stunde jetzt. Wenn er links fahren würde, sagt der. Also eine Stunde müssen wir einplanen. Jetzt haben wir Spielzeit dreiviertel 12. Spielzeit haben wir 13, also nächste Folge noch drei Folgen. Ungefähr. Und wir haben aktuell die dritte jetzt. Also in der vierten müsste das fertig werden. Aber der Bruder ist unterwegs und voll machen. Machen wir den zweiten Fahrzeug gleich hinterher. Pflanzenschutz ist fertig, dann können wir gleich näher beim Hof die Paletten sortieren. Sobald wir den Jungen zu Elf geschickt haben. Dann kann ja hoffentlich bald, ja, das sind Runden, sag ich dir, du. Mein Gott, da müssen wir ein Kleid hinterhergehen und nacharbeiten.
So, jetzt brauche ich immer mehr Geld für Dünger. So, Spendenkonto bist bekennst du, ne? Spendenkonto, weiß ich, wie das funktioniert, ja? Ach so. So, das soll es halt für heute gewesen sein. Wir beenden heute die Folge. Sag mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Natürlich würde ich mich freuen über ein Abo oder ein Like. Und mein Mitspieler würde sich genau das gleiche freuen. Einfach bei Kamsi suchen. Er macht abends immer auch mal ein paar Videos. LS und Taxiwärter. Einfach mal reinschauen. Und schönen Dank dafür. Tschüss. Tschüss.